Tschüss, die Aufnahme ist gestartet. So, ja, willkommen bei der zweiten Folge von Destiny 2. Wir starten Bindentanz und beenden das Bindentanz auch ganz schön, hoffentlich. Und, seid ihr bereit? Ja, let's go. Whee! Schade, dass man nur einen Tanz hat. Aber meiner ist der beste. Perfekt durch ein Loch gefallen. Perfekt durchs Loch. Ja, es muss nur... Nee, ich sag's nicht. Ich sag's einfach mal nicht. Bevor Nemi noch sauer auf mich wird. Allein dann, was du jetzt gesagt hast, wird sie sauer. Nee, sag ich nicht sage, wird sie nicht sauer. Wieso lebst du noch? Wie ist das jetzt gemeint? Ich meine, sie hat mir gerade zugeschaut. Das heißt, im Prinzip, ich sehe aus wie eine Frau, wie ihr es mal gesehen habt, aber ich verhalte mich wie ein Kerl. Das meint ich. Wie verhält sich ein Kerl jetzt mal? Jetzt will ich das von dir hören. Ganz ehrlich, pass auf. Erstens, ich bin jemand, der mit Frauen, die... Sie sind nichts anderes. Ich kann mit Frauen nicht einkaufen gehen, obwohl ich selber das brauche. Das kotzt mich. Ja, das ist Fußball. Ich spiele am nächsten Fußball. Ich interessiere mich überhaupt nicht für irgendwelche Tussi-Sachen. Das ist doch nicht. Das soll jetzt sein, dass du mehr wie ein Mann bist. Außerdem bin ich nur mit Männern befreundet. Ich kann mit Frauen nicht befreundet. Juno. Juno ist auch selber wie ein Kerl. Ich hatte aber andere Gründe, damit die kann auch mit so Kuchen anfangen, bescheid. Ich denke, viele können damit nicht anfangen. Ah! Ich war genau mal in deiner Fresse. Ich habe eine Chance bei der Wartestuhl. Ja, ich. Knussig, in deiner Aufnahme bist du gestorben, in meiner Aufnahme sterb ich. Schon irgendwie ironisch oder verdächtig. Ne? Ha! Mit der Macht des Teabaggens besiege ich euch! So, hast du im Teabag. Was? Bei der Macht, ja, ich glaube, ich weiß aber gerade nicht mehr Teamen, ne? Bei der Macht von. Teabaggen! Ne, Ask. Mit der Macht des Teabaggens! Ey, Abfallmaterialien! Ja, früher hieß es bei der Macht von Grayskull. Bei der Macht der Drachen aus Elden Ring. Bei der schwarzen Flamme. Nee, meine Mutter ist eine Hure. Aufnahme. Sowas nicht sagen. Das ist aber ein Fakt. Ich glaube, wir müssen einfach nur zurück. Das ist dem YouTube-Algorithmus egal. Das ist ja. Mir auch egal, was das der Algorithmus sagt. Ich wollte gerade sagen, der YouTube-Algorithmus ist sehr streng. Nach dem dritten Strike ist es dir nicht mehr egal. Dann wird der Kanal gelöscht und dann kannst du auch keinen neuen mehr machen. Oh, Entschuldigung, ist mir egal. Dann bist du gebannt. Schön. Und? Den bin ich ja gebannt. Erinnere nicht daran, dass es Fakten sind. Wo bleibt die? Ach, da hinten ist sie ja schon. Wie hast du dich teleportiert? Schnellreisefunktion. Entschuldigung, dass ich cool bin und nicht auf Schnellreisefunktion mich verlasse. Ich möchte meinen Panzer wieder haben. Wieso willst du einen Panzer wieder haben? Nein! Ja, ich möchte ihn zerstören. Ja, das kannst du auch ohne Panzer. Oder spielt Battlefield. Ich möchte meinen Panzer wieder haben. Ich will ihn zerstören. Ja? Ein Hurangi Ziel ist in der Nähe. Hast du es gesehen? Hier ist ein Hurangi Ziel in der Nähe. Warum schießt du mich ab? Da ist das Hurangi Ziel. Ich hab's gefunden.
Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich meine, im Bus bist du ja mittlerweile angeguckt, wenn du hustest, dann lang diese Corona. Nein, ich bin einfach nur krank. Das heißt nicht, dass du Corona hast. Ja, eben, ich sag mal. Ich sag, ich bin einfach ja, ich nur stimmt. krank. Stimmt, Aufbrand der Corona. Ich sag, ich bin einfach nur krank. Sowas gibt es. Ein normaler Husten ist nicht ausgestorben, nur weil es Corona gibt. Das Corona gibt's ja noch, stimmt, da war aber alles. Hab's eher verdrängt. Mann, dein scheiß Teil ist im Weg gewesen. Ich bin der Driftmaster. Wie gut ich schwimmen kann. Achtung, ein Kriegssatellit stürzt ganz in der Nähe das der aktuellen du, Position ab. Ist überhaupt irgendeiner von euch auf Twitch oder seid ihr nur auf YouTube? Bei mir und Twitch ist es so eine Sache, weil ich hab's da schon etwas gestreamt, aber meine Streams werden immer automatisch gelöscht irgendwie. Soll ich dir mal was sagen? Was? Lass gerade, ich brauche einen PC. Nee, selbst wenn du einen hast, die Streaming-Qualität auf Twitch, die ist übelst schwer, weil du hast so viele Buffer, da sagt dein Video auf einmal nö. Dann gehe ich komplett weg, dann hänge ich. Warum? Dann geht die Qualität weg. Ich habe eine AMD RX 6600. Da sagst du jetzt den, was? Das ist der Speicher und die Grafik. Ich gucke schon, dass die Grafik da schon ein. So, eigentlich das Neueste, was man haben kann mit AMD, zum Teil. Mhm. Und trotzdem kriege ich es nicht hin, in Full HD komplett frei zu streamen, weil immer noch Einbußen sind. Ich bin... oh, Nimi ist gar nicht hier. Ups. Nee, Nimi ist am Glück. Hat gerade die meisten bei Twitch auf... aufgehört? Nee, die machen das, aber die benutzen OBS. So ein Bearbeitungsprogramm. Aber die meisten haben halt auch Probleme. Wie ich. Ja, ich benutze. Da meine Streams natürlich nicht bleiben, mache ich das dann nicht. Twitch kannst du Chat-Dinger machen. Aber sobald du versuchst, Spieler zu Chat? Machen. Chat? Ja, du kannst Chat, du kannst mit den Leuten chatten. Also du machst Webcam an, zeigst dich und quatscht. Das geht. Wieder mit einem Follower. Das oder per VTubing. Genau. Wenn du Spiele wie WoW machst, VTubing. Ist ja so alt. Ja. So ist wie Gingers. Ich weiß. Darüber können wir auch nach der Aufnahme sprechen. Aber YouTube ist schon besser. Ja, ach. Da kann man auch disliken. Einfach weil du. Wir müssen diese Matrix in Betrieb nehmen, um die Energie auszugleichen. Ich kann sie von der Station hier draußen neu starten. Ja, aber nicht solange die Systeme gesperrt sind. Nach da oben müssen wir. Findet das Hauptterminal. Von dort aus könnt ihr mich zuschalten. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen. In 27 Minuten bestimmt. Wenn wir jetzt zum Speedrunner digitieren, wie alle drei. Zeitalter, die dem Untergang vor hunderten von Jahren zum Opfer fiel. Es ist erstaunlich, dass Teile davon noch funktionieren. Was ist zusammenschneiden? Videos zusammenschneiden. Ja, das geht. Ah, scheiße. Nur wenn ich allein aufnehmen würde, kann ich ja die Ladezeiten wegschneiden, weil der guckt sich Ladezeiten an. Verhindern, dass diese Antrittsenergie überlebt. Aber sie wird sich schon mal in Bewegung setzen. Ja, deswegen lasse ich das, wenn ich hier zum Beispiel mit euch was spiele, lasse ich das einfach so, wie es ist. Ja, nie gerne. Alter, ja. Was soll ich jetzt sagen? Kein Honig am Arsch. Honig. Ey! Honig, habe ich gerade was ganz Falsches gedacht. Ich bin nicht wie die Puh. Die Energieschwankungen haben eine Abregelung verursacht. Alles klar, ich bin dran. Einen Moment. Die Schar kommt. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich hole euch schnellstmöglich da raus. Wie hast du eigentlich Ginger kennengelernt, auf Franz? Der Computer sagt ja. Au! Ah ja, stimmt, da war was. Ich habe sie durch YouTube kennengelernt. Durch ihre Musik.
Also ihre Covers eher. Eigene Musik, so eigene Songs macht sie an, hat sie dann nicht gemacht, aber das sind Covers. Ich hab's. Die Tür wird periodisch mit Energie versorgt. Periodisch? Brauchst du Unterstützung? Ich komme klar, aber sie haben mich festgenagelt. Wo lang? Traumschiff Supplies, Periode 1. Periode? Ihr müsst ein bisschen Unruhe stiften, damit die Blut hier abzieht. Ey, es geht auch das Periodensystem. Nicht falsch denken, Mimi. Die Schar zieht Energie aus diesem. Das sagen sie alle. Ich bin voll konzentriert auf das Spiel. Das sagen auch alle. Die Schadkontakte nehmen zu. Ich kann auch was machen, was sie ablenkt. Oh nein, bitte sag nicht das, was ich denke. Ich tanze. Ich habe was ganz anderes gedacht, wie gut. Müssen wir hier hin? Ja, müssen wir dann. Das hat etwas bewirkt. Hey, lass sie alle in Ruhe! Ich denke, hier unten könnte es gut sein. Ich bin wieder auf Vader. Jetzt habe ich überhaupt Bock auf Star Wars. Wo seid ihr alle hin? Warum seid ihr da oben? Wir laufen komplett falsch. Ja, weil wir laut nicht dahin müssen. Deswegen hast du mich noch nicht. Ich bin drin. Ich auch. Ich bin in Sicherheit. Los, raus da, bevor ihr überrannt werdet. Jetzt. Ich muss in die Richtung, jetzt hat er wieder aktualisiert, da ist das gegangen, jetzt muss ich richtig auf der Karte mal gucken. Und jetzt müssen wir quasi da oben lang. Oh. Ich musste einmal zurücklaufen, das ganze Getempel hatte... Max, wir sind deine Furt von mir. Das Problem habe ich auch mit Schalschwalder. Schalter, bitte pack mich nicht an mit deinen großen, gigantischen Händen. Ich glaube, danach kriege ich, glaube ich, ein Schiff und dann kann ich zum... So. Bei mir zeigt er in der Richtung an. Nee, bei mir sagt er auch hier rein. Ja, bei mir sagt er gerade jetzt war jetzt nach draußen, hä? Jetzt zeigt er nach ja, da. Ich habe keine Ahnung. Ich, hier lang einfach. Der zeigt bei mir gerade erst. Ja, hier ist hier ist richtig. Okay, na. Manchmal zeigt das Quest auch nicht immer den richtigen Weg. Was auch immer ja, du tust, hier hoch. Das funktioniert. Ich stecke noch in den Subsystemen fest. Ziehe nicht genug Energie. Gebt euch zum Kontrollraum und startet die Hauptschüssel neu. Das ist der einzige Weg, genug Energie zu ziehen. Unsichtbaren, weil die waren im ersten Teil schlimm. Hm. Ich kann darüber nichts sagen. Boah, wir der erste Teil. Mit zwei Hitte getötet. Boah, der erste Voll. Teil war manchmal so, du hast dich aufgeregt und hättest am liebsten den Controller in die Ecke geschmissen.
Ach, das hätte ich im. Weil du warst so sauer und hast dir gedacht, Mann! Da ist die Kontrolleinheit. Alter! Warum? Er zieht dir da meine Systeme zu. Okay, ihr müsst zwischen den Kryptosystemen vermitteln und das Sicherheitsgitter verifizieren. Geschafft. Brückenebene wiederhergestellt. Die Hauptmatrix wird für den Start vorbereitet. Also dann, leite Energie in eure Richtung um. Ey! Die Revolver ist eine Kacke. Sie ist in Betrieb. Ich liebe die Teile. Nein. Er ist aber auch Jäger. Die Hauptwaffe von dem Jäger ist zu 90% eigentlich Pistole. Ja, und? Meine Waffe ist die Pistole. Obwohl ich kein Jäger bin. Nein, du kannst auch deine Waffen Scharschwarm im Anmarsch. Verbessern. Ihr müsst abbrechen. Es sind zu viele für euch alleine. Ich bin auf dem Weg. Das Signal der Matrix ist zu stark. Es überflutet unsere Kommunikation. Autsch. Wir sind auf uns allein gestellt. Warum stehst du denn noch da? Schallgradschiffe. Immerhin haben wir unendlich viel Muni. Ja, mit der Primärwaffe. Ja, trotzdem unendlich viel. Welchen Teil? Ich hab nur einen. Dann ist Star Wars Battlefront 2. Ich spiele jetzt schon gerade Star Wars The Jedi Last Order oder so? Star Wars Jedi Fallen Order. Kann man alleine spielen. Ja. Wo man erfährt, was nach der Order 66 passiert ist. Ich meine, dafür gibt es auch Comics und YouTuber, die das erzählen, aber auch gut. Außerdem ist es nur eine Geschichte und nicht die komplette, was damit passiert. Silent Hill. Ich habe noch nie Silent Hill gespielt. Ich kenn's, aber auch noch nie gespielt. Ich kenne nur Pyramid Head. Ja, die ist in Dead by Daylight sogar. Sag mal so, Silent Hill ist... Verdammter Funk. Ich wechsle auf Breitband. Hört ihr mich? Seid ihr noch da? Wir sind anders am Leben. Als zum Beispiel ich hätte euch nicht in diese Lage bringen dürfen. Oder als die Kommunikation abbrach, dachte ich. Outlast? Uns geht es gut. Habe ich nie gespielt. Die Schar zieht sich zurück. Beide funktioniert. Outlast sollte man nur spielen, wenn man eine ziemlich starke. Die Werte fallen im gesamten Netz. Dann können wir die Sache zu Ende bringen. Kehrt ins Lager zurück, bevor Navota erneut auftaucht. Das ist an sich ein sehr grausames mit beiden Teile. Sehr grausam. Ich weiß, genau das gefällt mir daran. Okay, ich mache jetzt Schnellreise wieder. Ich glaube, wir werden teleportiert. Naja, mache ich doch. Quest hatte schon automatische Schnellreise. Genau, achso. Also ich habe... automatische Schwellreise. Ich weiß gar nicht, war das 1 oder 2 mit dem Helikopter, wo die abgestürzt sind? 2, ne? War es nicht 1? Ich habe die auch noch nicht gespielt. War es nicht Outlast 1? Outlast 1? Ja, welcher war denn? Weiß ich nicht. Ich kenne ja keinen Helikopter. Ich weiß nur, Resident Evil 2, dass ein Helikopter abstürzt. Ja, bei Resident Evil, Das spielst du einfach nicht. Nee, das spiel ich noch nicht, aber ich habe bei meinem Bruder mitgeguckt. Das waren ja nicht wirklich, da waren auch Zombies, aber weniger. Werwölfe und Vampire sind da hauptsächlich. Ja, Werwölfe und Vampire habe ich nicht gesehen. Resident Evil hat nicht wirklich mit Magie zu tun oder so, das ist wirklich Wissenschaft? Resident Evil 8? Willst du es nicht verarschen? Der eine hat hier die Chinesen. Durch Wissenschaft, ja. Resident Evil, die verkacken die letzten Teile, ich weiß. Sag mal, warum wird denn das Quest hier nicht angezeigt, wo wir hin müssen, wenn der uns da nicht vielleicht hingebracht hat? Also ich habe schon teleportiert. Man kann sagen, die Resident Evil Teile wurden eher scheiße. Schlimmer
schlimmer. Der letzte, der rauskam, war glaube ich der 3 mit Claire, den alle so gehypt haben. Warte, meinst du Resident Evil 3 Remake? Ja, ja. Ist der Teil nicht so der umstrittenste Teil überhaupt von allen der Resident Evil Teilen? Bericht. Ich dachte, ich spiele ja nicht. Aber ich habe das nur gehört, dass alle Teile, die nach 3 kamen, zumindest die letzten beiden, wie Village und U7. Der davor 7, schon nichts mehr mit Resident Evil zu tun haben. Ja, das... Resident Evil 5 und was mit Resident Evil zu tun haben, schwierig. Es ist ein schlechtes Resident Evil Spiel, aber ein gutes Shooter oder sowas. Habe ich mal gehört, so ein guter Action-Shooter oder sowas war es mal. Gerade mal, wer Resident Evil 6 als Kind gespielt hat. Hallo? Nimi Offwand, gerade mal, wer Resident Evil 6 als Kind gespielt hat. Und es, ja, ich fand es aber jedoch langweilig. Also ich würde sagen, ja, das würde ich auch. Los, alle hier rein! Dann können wir hier rein, dann können wir in den Club tanzen. Ja, dann komm. Das ist unser Tanzclub. So, warte. Hier ist erstmal eine Truhe. Ich mach die mal kurz auf. Bei mir ist keine Truhe. Stimmt, hier sind wir auch eine Truhe. Ja, ich hab keinen Kopf. Geh mal. Okay, warte. So, dann darfst du was sagen. So, das war die zweite Folge zusammen mit Nibi und Aufbrand. Wollt ihr irgendwas sagen? Vielleicht hört man euch ja. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Schönen Abend euch noch. Also den Zeitpunkt heißt 21:46 Uhr. Ey, das ist ja mal früh beendet. Ey, ich kann mal schlafen gehen. Und ich sag noch, bye. War auf jeden Fall witzig. War auf jeden Fall witzig. War witzig, war echt reich. Ich habe viel gemordet. Ich bin befriedigt somit. Also bis jetzt. Ich brauche immer viele Morde pro Tag. Also wenn ihr nochmal spielen wollt, gerne einmal anschreiben per Discord, ne? Ja, ich habe euch beide in eine Gruppe geklatscht, ihr könnt euch ja gegenseitig halt jetzt fragen. Können wir, genau. Du kannst aber auch mal gerne öfters auf der Playstation online sein, ohne halt Netflix zu gucken. Und ja, dann können wir auch einmal so mal zusammen öfter zocken. Können wir auch. Ja, ist halt von dir abhängig, das weißt du, Emi. Ja, ich bin eine voll beschäftigte Frau. Ich weiß. Und ich habe so meine Probleme, also. So. Du kniest sogar vor ihm. Weil in deinem Tanzfuß so gut. Erst macht den Roboter. Ne, ich mach das hier. Tanz. Das kannst du mehr bei mir machen. Du sagst, er soll tanzen, er setzt sich hin. Ja, guck mal, wir machen chillig. Er sitzt chillig und ich knie chillig. Ja, du auch. Und ich, guck mal. Bei dir sieht das aus, als ob du. Ich meditiere. So. Nee, ich meditiere oder man bin bereit für rituellen Selbstmord. Ja, ja, stimmt! Bei dir fehlt das Bonfire wirklich. Ich hab endlich einen Helm gefunden, der gut aussieht. Ich sehe ein bisschen aus wie Starkiller in der zweiten. Im zweiten Teil? Du siehst aus, als würdest du gleich so ein Ritter gekrönt werden. Ja. Du siehst aus, als würdest du am Leuchtfeuer sitzen und gerade rasten. Und ich mache mich für Seppuku bereit. So. Und ich sag, ihr, was auch immer ihr jetzt macht. Meine schöne Aufnahme. Ja, ich beende sie jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.